So, hallo miteinander und einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich befinde mich hier in der Helgnacher Mühle und starte heute auf eine schöne Radtour. Es wird die letzte dieses Jahr sein, so eine kleine Weihnachtsabschlussfahrt, sage ich mal. Und dann nehme ich euch wieder mit und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Das genaue Ziel weiß ich noch nicht, ich fahre einfach mal drauf los und guck mal, was mir erwartet und was wir heute erleben. Ich habe mir überlegt, ich fahre jetzt erstmal Richtung Hohenacker und dann versuche ich mal Richtung Backnang zu kommen und dann sehen wir mal weiter. Muss man noch ein paar Brötle besorgen für ein Fest unterwegs. Das, was drauf kommt aus Brötle, habe ich dabei, aber das sehen wir ja dann. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein Stück zufahren. Das ist jetzt die Strecke von der Helgnacher Mühle zur Vogelmühle in Helgnach. Und dann geht es rechts hoch nach Hohenacker. Das wird eine richtig schöne, gemütliche Tour heute. Und das genießen wir heute von uns. Ist zwar ein wenig frisch, aber dafür eine gute Luft. So, hier sehen wir jetzt die Vogelmühle. Ist direkt an der Rems. Und jetzt geht es hier rechts hoch. Der Berg hoch nach Hohenacker. Ein bisschen aufpassen. Na gut. So, schwuppdiwupp, sind wir in Schweigheim. Winnenden sind wir jetzt. Ja, hier gibt es schöne Weihnachtsbäume. Einfach herrlich. Fast niemand unterwegs, eine gute Luft. Aber ich habe kalte Finger. Oh je, oh je. Muss man den Handschuh besorgen. Alles andere ist gut, aber die Finger, die sind Zapfen. Ah ja. Egal, dann wärmen wir uns noch auf mit dem heißen Tee. Weiter geht's. So, Backnang lasse ich jetzt rechts liegen und jetzt geht's weiter in Richtung Erbstetten. Ja, gucke, dass ich über Marbach am Neckar wieder nach Hause komme. So, eine schöne kleine Rundtour. Das ist jetzt Erbstetten. So, jetzt gibt es erstmal einen schönen Kaffee und eine schöne Laugenstange. Und das habe ich hier beim Übele in Erbstetten. Wunderbar. Burgstall bin ich jetzt. Im Burgstall. Aber schönes Dörfle. So, und schon geht's Richtung Affalderbach zu. Ja, Leute, das Jahr geht langsam zu Ende. Weihnachten steht vor der Türe. Herzlichen Dank für eure Treue, möchte ich mal sagen. Für die vielen Abonnenten, für die vielen Zuseher, die Kommentare. Daumen hoch, gefällt mir. Freut mich jedes Mal riesig und es macht einfach Spaß, Filme für euch zu machen. Und an der Stelle wollte ich einfach nur mal ein herzliches Dankeschön sagen an euch alle für eure Treue. Und nächstes Jahr geht es wieder weiter mit der Radtour. Steht noch nichts fest, aber ich halte euch auf dem Laufenden.
Und dann sehen wir mal, was wir wieder für schöne Filme zusammen kriegen. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Rutscht gut rein ins neue Jahr. Bleibt alle gesund und dann sehen wir uns alle wieder in 2022. So, das mal da dazu. Und jetzt geht's weiter. Und dann gucke ich nachher, dass ich noch ein schönes Pinkel kriege für meine Pause und dann geht es langsam wieder Richtung Heimat. So, und schon kommt der Falterbach. Geht ruckzuck. Ja, die Firma kennt wahrscheinlich einige von euch. AMG. Das ist hier der Firmensitz. Die Boxengasse. Da stehen sie, die schönen Geräte. Und da glitzert's. Auch schön. So, jetzt geht's da weiter. Oh, ein paar Pferdler sind auch da. Aha. Na, ist euch nicht kalt. Richtig schön, die Dörfler dahinter. So, Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich es jetzt nämlich ganz weit. Dahinter sehen wir es ja. Waiblingen noch 7 Kilometer. Und dann bin ich wieder zu Hause. Achso, ja, kleine Info noch. Heute bin ich wieder mit dem Hemingway-Bike unterwegs. Das hat jetzt recht gut geklappt. Ist halt toll an dem Wetter jetzt mit Schutzbleche und so. Das ist natürlich eine gute Sache. Passt schon, einwandfrei. So, jetzt gibt es einen heißen Tee. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein Brötchen machen. Ich finde leider kein schönes Bänkel hier. Da ist nichts dahinter. Aber gut, geht's halt im Stehen. So. Schöne Lager weg. Ein heißer Tee. Ein bisschen hochstellen, so jetzt sieht man es besser. Jetzt kommt das Beste. Schöner Rollbraten. Haben wir uns verdient. So. Dann gibt es wieder Kraft. Gute. So. Gut gefespert, heißer Tee getrunken. Jetzt geht's voll weiter nach Hause. Und dann melde mich noch mal kurz geschwind bei euch. So, also Leute, wie gesagt, wünsche euch von Herzen schöne Weihnachten. Vor allem bleibt gesund. Und wir sehen uns 2022 wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und ciao. Chilling and having
Morgen.